ganz herzlich willkommen heiße, dann etwas näher vorzustellen. Sie sind einen weiten Weg von Edinburgh über London heute nach Bayreuth gekommen. Ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen, Herr Professor. Nach Afrika gelegen, um von Frau Kollegin Nnauye zu erfahren, welche Herausforderungen der nachhaltigen Bekämpfung der Malaria es gibt und vor allem, wie wir diesen Herausforderungen begegnet werden. Ich wünsche Ihnen allen hier bei uns im Oberlieberhaus, an der Universität Bayreuth, mit dem Alexander von Humboldt-Kulturforum und der Alexander von Humboldt-Stiftung vertreten wird mit Dr. Wenig und insbesondere mit unserer geschätzten Referentin einen wirklich spannenden Abend. The 2 marks per month of malaria distribution in the world, the first map. And the here is the map of representing the riches or the weakness of a country, represented by the gross net product. And we see that the richest countries are malaria free, and the poorest countries, Africa, Latin America, some part of Latin America, and Southeast Asia are countries. That's from the Republic of Congo. For some of you, maybe you don't know where is the Republic of Congo. There are two Congos, the Republic of Congo, the capital Brazzaville, and the Democratic Republic of Congo, the biggest one, with capital Kinshasa, separated by the river, the Congo River. And my Congo, the small one, has 4 million inhabitants. And it's an old French colony, and independent since 1960, and with a young population, and the life expectancy is 58 years, so it's not a lot, as you may see. And about infectious diseases, Frau Professor Ntomi, nicht nur, ich darf schon sagen, für Ihr noch nicht vollendetes, aber schon überzeugendes, großartiges Lebenswerk als Forscherin bedanken und dass Sie es wirklich auf eine so nachdrückliche, eindrucksvolle Weise verstanden haben, uns das heute hier nahezubringen. Ganz herzlichen Dank für Ihre großartige Arbeit, aber auch für die Botschaft, die Sie uns heute übermittelt haben. Herzlichen Dank.